So, dann gucken wir mal. Ach, hier sind sehr viele Leute. Die wurden versteinert. Also, Safes sind immer gut. Geld ist immer gut. Kann ich immer gebrauchen. Oh. Ich habe eine böse Vorahnung. Okay, das kennen wir. Dafür werden wir uns noch rächen. 1517. Will die mich verarschen? Wie teuer ist das? Gut. Das Hey, Theater. Kammerdieb, willst du sehen, was deine tote Sirenenfreundin nicht geschafft hat? Ja, spüre, wie dich meine Kraft durchströmt! The Anointed Sick Burn Bro. Oh Gott. Drohne unterwegs! Komm doch näher! Was? Ja, komm ich hier sofort. Shit. Fuck. Wo ist einer? Scheiße, ich sterbe. Nein! Oh Gott! Dieser Boss ist echt eine saure Nuss. Oh fuck. Und dann noch in Kombination mit diesem. Ja. Scheiße. Einzige, was ich mich mir jetzt frage, verschwindet unsere Munition zeitweise? Ach du Arsch. Boah. Mach das nie wieder. Klettert der aus der Truhe raus, ey. Nun gut. Auf geht's ins Verderben. Alter, ey. Blöde Fratze. Ich
Ja, ne, ist klar. Ja, nee, ne? Fuck it! Ey, wie kann man dem ausweichen? Aus dem Weg, ich sehe nichts mehr. Mist, 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 Mist. Mal die Stadt rum an. Mit Blut. Falls das nicht klar war. Dieser Boss hier. Okay, gut, 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 gut. Ich hab, glaube ich, gut im Griff. Das klappt schon nicht gut mit dem Laufen jetzt. Scheiße. Boah, Gott sei Dank, der Typ ist tot. Oh. Töte so viele Gesalbte, wie du willst. Ich sorge für Nachschub. Meine Armee ist endlos. Aber weißt du was? Ich habe wichtigeren Mist zu erledigen. Okay. Jetzt, wo wir die Ratten los sind, können wir zur Sache kommen. Die Falltür zum Arbeitszimmer meines Vaters hat einen falschen Riegel. Du musst die Lösung herausfinden. Begib dich zur Technikkabine. Oh Gott. Wirklich? So einen fetten Goliath hier? Was soll ich hier verkaufen, was nicht übertrieben wertvoll ist? Ich kann hier fast gar nichts verkaufen. Die ist 400. Komm, die fliegt raus. So. Und dann nehme ich die mit. Aber erstmal Munition auffüllen, weil wir haben nicht mehr viel. Die habe ich aufgemacht für die Notfälle, wo wir Munition brauchen oder leben. So, hier unten sind noch welche. Und glaube ich, auf der Bühne wäre auch noch eine. Die nehmen wir jetzt auch gleich. Nein, nein, okay. Hier gut. Perfekt. Da ist noch Munition drin. Ja, da haben wir jetzt nicht mehr viel, was aber nicht sonderlich schlimm ist. Die Kiste haben wir vergessen. Nun gut. Holen wir uns diese Klappe.
Dieser Troy, dem werden wir hoffentlich das Handwerk legen. An meinem ersten Abend dort haben mich Monty und seine Frau zu einer Show namens Katzengold in ihrem Haus eingeladen. Es ging um einen König, der ein uraltes Artefakt der Macht findet und versucht, die Welt zu erobern. Am Ende geht das Königreich in Flammen auf und der König verliert seinen Kopf. War wohl kein Zufall, dass Monty mir das Stück zeigen wollte. Und ich dachte, sei besser vorsichtig, Teufel. Monty ist in Ordnung, aber ein lächelnder Tiger ist immer noch ein Tiger. Das definitiv. Ach nee, komm, die ist billig. Bitte keine teure Waffe wieder. Gott sei Dank. So, hier sind wir bei der Regie. Der Entriegelungsmechanismus ist in den Voreinstellungen der Bühne verborgen. Such nach Hinweisen, welche Requisiten wir brauchen. Such nach Hinweisen. Mein Vater hat Poster seiner Lieblingsstücke im Theater aufbewahrt. Vielleicht ist auf einem davon ein Hinweis. Oha. Den haben wir. Was war nochmal der Hintergrund? Das? Das? Oh, der Typ mit der Fackel. Nein! So. Und die Kammerruinen. Finde das Poster dazu und stelle es auf der Bühne nach. Typha the Lion. Das ist das, ne? Okay. Den kriegen wir hin. Das war das Feuer und dann da das A. Falltür auf der Bühne führt direkt zum Arbeitszimmer meines Vaters. Beeil dich, du musst es durchsuchen. Jo, geht sofort. Bevor Troy drin ist. Also, wonach suche ich jetzt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Mein Vater sagte, er habe alle seine Aufzeichnungen dort unten aufbewahrt. Such nach etwas Aufzeichnungsähnlichem. Danke für die Info. Das war sehr, sehr hilfreich. Einen besseren Tipp habe ich noch nie erhalten, nach was wir suchen sollen. Naja. Gut, Lichtschalter ist es nicht. Das ist schwer zu sagen, ne? Hier ist auch keine Schublade, irgendein Mechanismus. Gut, suchen wir weiter. Hier. Also er hatte Geschmack, um Sachen zu verstecken, das muss man sagen. Mhm. Nochmal.
Okay, gibt es hier nichts, was wir noch machen können? Was die Verstecke sein könnten, wo wir noch Geld haben? Ach ja, das Schlafzimmer. Ein Klassiker. Alter Verwalter, ey, nicht dein Ernst, ne? Wie viele Waffen haben die in diesem Haus? Das ist ja nicht mehr normal. Jetzt kommt wieder eine ultra teure Waffe. Och, nö, das geht. Nehme ich trotzdem mal mit. Man weiß nie, was man brauchen kann. Die kostet 800, ey. Die fliegt raus. Alles klar, dann öffnen wir das Regal. Oh nein. Nice. Natürlich, mit Aufzeichnungen meinte er seine Platten. Diese Scheibe ist so alt wie die Jacobs Corporation selbst und ich habe den einzigen Ligno-Plattenspieler im System. Wenn er mir eine Nachricht hinterlassen wollte, ist sie da drauf. Bring sie zurück zum Jagdhaus, Kammerjäger. Mhm. Mops. Verstanden. Bin schon unterwegs zurück. Mhm. Mhm. Hm. Weitergehen. Du willst schon wieder weg? Nun gut. Aber eins will ich dir noch sagen. Du bedeutest mir nichts. Also habe ich dich an die Kalypsos verkauft. Nur damit du es weißt. Ich hole mir den Kammerschlüssel, weil ich reich bin. Und reiche Leute bekommen, was sie wollen. Wenn du diese Philosophie hast, viel Spaß damit. Bei mir wirst du natürlich damit nicht landen, ne, Freundlein? So, hier komme ich hier raus. Und auf der anderen Seite, wo geht's dahin? In die Grotte. Nee. Ich gehe mal einfach hier raus und dann schaue ich mir das mal ganz mal an. Vielleicht mache ich mal eine Verschnaufpause. Scheiße, komm. Wieso? Alter, wo? Ein für den Spaß. Ja, Moment, hier war ich doch, ne? Ja, hier bin ich schon vorbeigerannt. Deswegen nehme ich mal kurz die Beine in die Hand. Und auf geht's. Ach, wir haben hier einen Automaten. Na, perfekt. Das trifft sich ja gut. So. Das ist ja die Nuklearschaden, ne? Ja, das ist die Nuklearschadenwaffe, die ist echt gut. Die will ich auch behalten.
Die hat 68 Schaden, die hat nur das. Eine Feuerrate von 3,07. Ich vergleiche die mal kurz. Ja, die hat nur Schaden mehr. Das bringt mir jetzt nicht wirklich viel. Deswegen geht die weg. Die hat... Definitiv die aktuelle ist besser. Ich weiß nicht. Hier sind Waffen dabei. Wo ich nicht ganz schlau draus werde. Also die hat schon echt mega viel Schaden. Vielleicht zu der hier. Muss sie mindestens haben. Oh. Nee, komm. Die geht auch nicht weg. Eine Shotgun brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Sniper, da haben wir jetzt eine 239er. Was habe ich jetzt aktuell hier? Assault Rifle Schaden. Haben wir noch so eins? Also das brauche ich jetzt nicht wirklich. Auch nicht. Atlas Waffenschaden ist auch nicht schlecht. Das behalte ich mal. Komm. Ich behalte das mal und jetzt verkaufen wir den ganzen. Wir bieten jetzt auch den Ein-Klick-Einkauf an. Mach deine Waffe Klick. Ist es Zeit zum Kaufen? Alter, du kommst wieder. Ja, definitiv.